Das war nicht Danny. Unten. Uiuiui. Weiß nicht. Warte. Moment. Die Konsole funktioniert noch. Zurück nach Black Iron. Zurück nach Black Iron? Nein, kommt nicht in Frage! Wir sind fast gestorben, um da rauszukommen! Mir geht's nicht ums Fliehen, Jacob! Worum geht es nicht dann? Mehr. Worum geht es? Antworten! Warum schießt der Warden eines seiner eigenen Schiffe ab? Und was hat das mit Europa zu tun? Das sollte doch nur ein weiterer Job sein! Das ist verdammter Irrsinn! Eine Wahl? Man hat immer eine Wahl. Komm, hier ist es nicht sicher. Ja. Irgendwas zu looten? Bestimmt nicht, ja? Was ist aus der ursprünglichen Kolonie geworden? Sie das. Verlassen. Wie der Rest von Callisto. Sie hier ein Gefängnis gebaut haben. Achso, Callisto heißt der Planet, ja? Kann das sein? Wundert mich, dass noch Strom da ist. Diese alten Fusionsgeneratoren sind sehr robust. Ich dachte, Callisto wäre sein Schiff gewesen. Was? Ich will doch nur gucken. Oder hinten blinkt was. Und da blinkt fehl. Zwei Dinge. Ja, cool. Hey, wir brauchen das Geld. Ich lasse jetzt nichts liegen. Da blinkt auch was. Das können wir nicht mitnehmen. Ist nur ein normaler Energieumwandler. Okay. Kann ich rennen im Moment? Okay. Ja, Danny, ich komme ja schon. Immer diese Dannys. Wow. Klingt so, als würde der Hangar immer weiter einstürzen. Ja, der Aufzug sollte gleich da vorne sein. Ich hoffe, dein Plan bringt uns nicht beide um. Sondern nur wen? Oh, oh, oh. Es wird schlimmer. Wir sollten uns beeilen. Ja, ich kann ja nicht rennen. Hier ist es. Stimmt's? Ja. Aber ich sehe keinen Aufzug. Glück. Aber hier bricht alles zusammen. Ja gut, in einem einstürzenden Gebäude einen Fahrstuhl zu benutzen, ist auch nicht ganz so clever. Sollte man tunlichst vermeiden. Bitte.
Da war eine kleine Fliege, eine Mücke. Pass auf! War ja klar, dass wir nicht zu zweit da rumlaufen. Alles gut. Danke. Ich sehe noch einen Weg. Wir sehen uns später. Sei vorsichtig. Ist schlimmer, als ich dachte. Finde einen anderen Weg nach unten. Okay. Tun wir. Mal gucken, ob da was liegt. Nee. Das hier halten? Versuch einfach nicht drüber nachzudenken. Was. Geld. Scheiße. Alles in Ordnung? Ja. Fantastisch. Ich sagte doch, sei vorsichtig. Ja, okay. Weg, Lady. Ein paar Schritte noch. Oh Mann. Hier könnte was sein. Nein. Boah, kommt gerade ein kühler Wind. Ich dachte gerade, dass Unwetter anfängt. Aber nee. Ich hab dich. Komm schon, komm schon. Nein. Jacob! Bitte, da sind wir gefallen. Nicht gut. Nicht gut. Der sieht übel aus. Und blind. Extrem scharfes Messer mal wieder.
Rüstung. Was geht denn hier, Alter? Und dann mutieren die auch noch. Oh. Was war das denn? Gar nichts, Alter. Ich weiß nicht wie, aber diese Dinger sind auch jung. Anders. Älter. Reagieren auf Geräusche. Falls du mich hörst, ich versuche das Transportzentrum zu erreichen. Okay. Bisschen Energie tanken. Dann können wir nämlich noch mehr Munition mitnehmen. Okay. Oh, jede Menge von den Kokons, ne? Sonst ist hier nichts. Okay, dann gehen wir. Protokoll 001. Bericht von Dr. Yu. Wir sind gerade am alten Transportzentrum angekommen. Es war die vergangenen 75 Jahre versiegelt wie eine Gruft. Die vorläufigen Messwerte sind nicht eindeutig, aber es gibt keine unmittelbaren Hinweise auf einen Bruch in der Eindämmungszone. Verschlossen. Nein, kein Hinweis, was man braucht. Okay. Mal, ob wir uns an den Rand schleichen können. Um ihn zu erstechen. Ah, jetzt hat er gerade gespeichert. Aber da können wir auch durch. Wir gehen erstmal hier gucken. Ich mache hier keinen Sound. Oh. Oh, oh. Schnell. Oh. Das kommt da nicht. Ich dachte, der kommt. Okay. Zu holen bei dir.
Geil, da kommt gerade richtig kühler Wind. Ja, scheiße, es lag da hinten was. Ist halt die Frage, ne? Geht's hier weiter? Oder ist es wieder nur so ein geheimer Loot-Raum? Oh shit, Alter. Na, der ist wohl tot. Der aber nicht. Alter, hörst du auf? Boah, alle beide jetzt. Nee, Tim hier. Hi, grüß dich. Willkommen im Chat. Hey, danke für dein Follow. Guten Morgen, ihr Leute. Wesen und Erdlinge. Jawohl. Kennst du das Spiel? Das ist also abgefahren. Abgefahren. Danke, danke. Richtig cool. Kennst du, ja? Sehr gut. Ja, ist ja schon ein bisschen älter, ne? Muss ich gestehen. Aua, was soll's? Ja, Dead Space war ultra. Also ich habe 1 und 2 habe ich durchgezockt. 3 hat mir nicht so gefallen. Das war ein bisschen komisch. Aber ja, das ist ja auch von den Machern von Dead Space oder von ehemaligen Mitarbeitern von EA. Ja, super geil. Super geil. Ich find's voll gut. Energietanken? Nee. Das ist echt. Jetzt bin ich wieder hier. Gut. Da bin ich ja gerade mal froh. Hast alle gezockt, ja? Geil. Also bei mir war das die Original, ne, auf der 360 damals. Ob sich bei den Neueren was verändert hat, weiß ich gar nicht. Oder was ist bei den Neueren, bei den Remakes. Ich fand 3 nice wegen Koop, jeder hat was anderes gesehen. Ja, natürlich, das ist ein guter Punkt. Aber, oh fuck. Aber ich habe zu der Zeit weder Koop noch online gespielt. Von daher habe ich das Erlebnis nicht gehabt. PS3, ja? Oh. Nee, ne? Alter!
Schnell nachladen. Verdammt. Ja, okay. Als Shooter ist es natürlich eine andere Geschichte. Aber beim Einser, ne, wenn du überlegst, wäre auf jeden Fall wirklich unwetter. Oh, was geht denn hier? Fuck! Ich glaube, ich muss gleich mal die Fenster... Alter, was geht denn jetzt? Muss vorsichtig sein. Ich habe überall Dachfenster offen. Wenn es anfängt zu regnen, also soll regnen, dann wäre das nicht gut. So, das Remake ist der Knaller. Also von Dead Space 1. Ja, ehrlich, ja? Haben sie was verändert oder nur die Grafik überarbeitet? Und die Steuerung haben sie, glaube ich, auch angepasst, ne? So, jetzt bin ich ja gerade am Überlegen, da außen rum zu gehen. Ja? Oh. Ah, cool. Hab was. Viel verändert sogar. Ich bin schockiert. Oh nein, da können wir nicht rein. Shit. Ich dachte, das geht. Okay. Gucken wir mal, ob wir hier wegkommen. Boah, Alter. Okay, warte. Ich muss eben die Fenster zumachen. Ein Sturm. Mach kurz die Kamera weg. Alter, da geht's ab da draußen. Sehr geil. Dann wird hoffentlich die Temperatur ein bisschen angenehmer zum Schlafen nachher. Oder gleich. Gleich. Kommst leider ein bisschen spät. Ich hau so um 9:30 meistens ab. Mal gucken, mal gucken. So, keine Ladebildschirme, neue Gegnerklassen und so weiter. Oh, geil, geil. Oh shit, Alter. Oh Gott. Na, wo gehe ich denn da jetzt mal hin? Um da jemanden zu erledigen. War Dead Space 1, damals auf der PS3, war das erste Game, wobei ich mir fast in die Hose gekackt habe. Ja, aber ohne Scheiß, ey. Das war richtig heftig. Gerade so zu der Zeit auch, war das irgendwie was Neues, würde ich mal behaupten. Das war echt übel. Ich werde nie vergessen, dieser Gang aus dieser weißen Röhre, ne, wo man da durch musste. Und man dann im Labor war und, ach Gott, was da abging, das war so geil. Da könnt ihr irgendwie kommen, ja, Bescheid, wenn du streamst. Ja, genau, richtig, richtig. Ganz genau. Vermutlich am Mittwoch, also dienstags kann ich nicht, da habe ich Termin. Mittwoch mache ich eigentlich Bürokram, aber ich habe diesen Mittwoch nichts zu erledigen. Da werde ich wahrscheinlich online kommen, ansonsten fix am Donnerstag wieder. Aber wird sich zeigen. Genau. Hören die das, wenn ich die jetzt hier wegmache? Nee, nee, kein Scheiß. Oh. Oh shit. Ich Idiot bin gerannt. Oh, verdammt. Okay, komm. Dann. Oh, der war schnell. Real Life geht immer vor, definitiv. Bin ich auch nicht anders. Nee, ist so. Ich habe auch einen kleinen Sohn, den ich alle 2 Wochen bei mir habe. Da fallen dann die Wochenend-Streams komplett aus. Natürlich. So. Ich
Ich glaube, ich will die auch noch töten. Aber da war nichts zum Looten, ne? Na, komm weiter. Trotzdem ein bisschen leise sein hier. Nein, nein, also Real Life. Alter. Das hat das Fenster ge... Boah. Scheiße, Moment. Wie geil, wie geil. Sturm. Solange ich nichts Geld mit Zocken verdiene, ja. Ja. Also, ich bin Affiliate, aber ich hänge mich da nicht so sehr rein, wie ich sollte, sagen wir mal so. Ja, normalerweise streame ich montags und donnerstags und sonntags. Sonntags dann allerdings mit der Community. Ne, irgendwelche Multiplayer-Games, meistens Fortnite oder jetzt seit neuestem auch Helldivers 2. Sowas in der Art. Back for Blood. Oh. Das kommt aber im Moment auch ein bisschen zu kurz. Ich dachte, da wäre noch einer. Ja, ich habe... was wollte ich denn sagen? Wo war ich denn? Ja, genau, Helldivers 2 und so. Ja, genau, wie ich. Lieber... Flummy Knight. Auf der PS5, ja, cool. Also wir haben, also wir sind eigentlich fast immer die gleichen vier. Da haben wir mich auf dem PC, da haben wir einen auf der PS5, manchmal noch einen auf der PS5 und einen auf der Xbox Series X. Das ist schon ganz cool mit dem Crossplay. Automatikpistole, oh, wie inventarvoll. Nee. Komm, dann schmeißen wir so eins. Nee, wir schmeißen so eins weg. Ja, die Sonntagsstreams fallen in letzter Zeit aus, so in den letzten 2-3 Wochen. Ich bin psychisch ein bisschen vorbelastet. Ne, ich war schon mit Burnout zu Hause und Depressionen seit 5 Jahren. Deswegen bin ich auch dienstags in Therapie, da wird nicht gestreamt. Und weiß nicht, ob du dich da ein bisschen auskennst, also es gibt halt Phasen, wo vieles nicht funktioniert. Und das ist in den letzten Wochen der Fall. Sonntags halt, ne? Da komme ich einfach nicht in die Gänge. Aber das kriegen wir auch wieder hin. Es gab auch schon Zeiten, wo ich jeden Tag gestreamt habe oder auch mal 25 Stunden am Stück gestreamt habe und so. Das ist halt unterschiedlich. Dankeschön, Dankeschön. Ja, das ist halt so ein Ding. Das kriegt man nur schwer wieder weg. Oder eigentlich gar nicht. Man lernt halt nur damit umzugehen. Oft klappt's, aber hin und wieder auch mal nicht. Und das ist dann, wie gesagt, gerne mal sonntags der Fall. Wenn, ich muss irgendwie in die Gänge kommen, weißt du? Ich war 8 Jahre wegen Burnout aus. Ah, aber jetzt wieder da. Ja, siehst du, dann bist du ja voll im Bilde. Gute Besserung dir auch, danke. Ja, dann weißt du ja, was Sache ist, auf jeden Fall. Ich brauche meinen geregelten Tagesablauf, ne? Hoppala.
sprich, ich habe noch einen normalen Job. Und wenn ich dann meinen normalen Tageslauf habe, dann ist das viel einfacher, mich abends noch an den PC zu setzen und zu streamen. Ah, du bist ein normaler. Aber sonntags, wenn man dann den ganzen Tag auf der Couch rumlungert. Was? Ach, die Viechern. Ja, die ganze Zeit nur rumlungert oder Haushalt macht und dann völlig erschöpft ist und so weiter. Dann wird das halt nichts mit dem Stream. Aber das wirst du ja auch kennen.